Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wiederum erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt. Wir haben sicherlich schon von Charakter gehört, aber Charakterentwicklung, obwohl sie in der Bibel beschrieben wird als etwas, was wir haben müssen, ist natürlich ein doppelter Ausdruck, ein Ausdruck, der sowohl positiv als auch negativ sein könnte. Es geht natürlich um die richtige Art von Charakter. Sie haben vielleicht vor vielen Jahren einmal einen Film gesehen mit dem Titel Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann. Und in diesem Film wurde eine sehr interessante Aussage getroffen. Ein Lehrer hat sich über seine Schüler beklagt und hat dann zu denen gesagt, nee, was habt ihr, aber einen fiesen Charakter. Schauen Sie, Charakter kann sowohl positiv als auch negativ sein. Menschen können sich in einer Weise entwickeln, die eben nicht im Einklang steht mit dem, wie sie sich entwickeln sollten. Ich möchte heute nicht über einen fiesen Charakter sprechen, sondern über die göttliche Charakterentwicklung. Das Potenzial des Menschen ist es nämlich, Eingang zu finden in die Familie Gottes. Und um dies tun zu können, müssen wir einen göttlichen Charakter in uns bilden. Aber was ist darunter zu verstehen? Was sagt die Bibel darüber? Und wie kann man dies überhaupt in Angriff nehmen? Nun, es gibt hauptsächlich drei verschiedene Voraussetzungen, auf die ich heute eingehen möchte. Wenn man göttlichen Charakter definieren wollte, dann bedeutet dies zunächst einmal, dass man verstehen muss, was richtig ist und was falsch ist. Dass man so dann wählen muss, das Richtige zu tun, das Falsche abzulegen. Und dass man schließlich dann auch das Richtige tut und das Falsche ablegt. Also diese drei Komponenten sind wichtig für göttliche Charakterbildung. Zunächst einmal muss man verstehen überhaupt, was richtig ist und was falsch ist. Denn wenn man es nicht versteht, kann man sich ja auch nicht dazu entschließen, das Richtige zu tun. Und man kann natürlich dann auch nicht das Richtige tun. Von sich selbst aus weiß der Mensch nicht, was richtig ist und was falsch ist. Im Großen und Ganzen. Man hat natürlich gewisse Vorstellungen, gewisse Ideen, aber wenn es letztendlich darauf ankommt, was in Gottes Augen richtig ist und falsch ist, hat der Mensch diese Erkenntnis nicht. Diese Erkenntnis muss ihm zunächst einmal verliehen werden. Das bedeutet also, dass Gott uns sagen muss, was richtig ist und was falsch ist. Viele Menschen leben ja so in den Tag hinein und leben so, wie sie sich das vorstellen. Und je nachdem, wo sie aufwachsen, in welcher Kultur sie leben mögen, haben sie ganz andere Ideen, wie man leben sollte, als zum Beispiel dass der Fall ist in der westlichen Kultur. Gott muss uns das Verständnis geben. Er muss uns erklären, er muss uns zeigen, was zunächst einmal in seinen Augen richtig ist und was falsch ist. Schauen wir uns einmal in Römer Kapitel 3 an, wie der Apostel Paulus dies beschreibt. Denn die meisten Menschen heute meinen natürlich, sie wüssten schon, was richtig ist. Sie wüssten schon, wie man leben sollte. Aber Paulus sah das ganz anders. In Römer Kapitel 3 lehrt er angefangen in Vers 10, wie geschrieben steht. Römer Kapitel 3 und Vers 10, wie geschrieben steht, da ist keiner. Schauen Sie, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Und er beschreibt die Menschen dieser Welt, die eben sich abgeschnitten haben von Gott. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt, der wirklich nach Gott fragt, der wirklich wissen will, was Gott von einem erwartet. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Abgeschnitten von Gott. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und das sind die Worte des Apostel Paulus. Er beschreibt eine Welt, die sich von Gott abgeschnitten hat, die sich nicht darum interessiert, wie Gott die Dinge sieht, die Kriege führen wollen, um damit Frieden herbeizuführen und nicht verstehen, dass ein Krieg niemals zum Frieden führen kann. Und so lesen wir im Alten Testament,
Im Buch der Psalmen, in Kapitel 14, angefangen in Vers 1. Auch damals wurde bereits schon von David dies beschrieben, diese Welt, die wir auch heute noch haben. Psalm 14 und Vers 1. Da sagt David, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Nun, entweder sind dies Atheisten, entweder sind dies solche, die nicht an Gott glauben, oder aber die sagen, ja, Gott kümmert sich nicht um mich, ich muss ja nicht so leben, wie Gott es von mir erwartet. Also die sind Toren. Die sagen in ihrem Herzen, da ist kein Gott, da ist kein Gott, der mir sagen könnte, wie ich zu leben hätte. Und David fährt fort zu schreiben, sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Greuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Also genau das, was Paulus nachher sagen würde im Römerbrief, sagt David hier bereits im Psalm 14. Da ist keiner, der Gutes tut. Aber er bezieht sich auf solche, die in ihrem Herzen sagen, es gibt keinen Gott oder Gott kümmert sich nicht um mich oder Gott kann mir keine Vorschriften machen, wie ich zu leben habe. Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Also Gott schaut uns an. Gott will sehen, ob wir klug sind, in seinen Augen klug sind und danach fragen, was Gott von uns erwartet. Aber er fährt fort zu sagen in Vers 3, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Die Stelle, die nachher von Paulus im Römerbrief zitiert wird. Nun, woran liegt das? Wie kommt das, dass der Mensch, der ja nun von Gott erschaffen worden ist, heute und auch damals schon im Zeitpunkt von David, nicht nach Gott fragt? Nicht wissen will, was Gott von einem erwartet? Kein Verständnis haben will, das zunächst einmal notwendig ist, um eine richtige Charakterentwicklung, eine göttliche Charakterentwicklung in unserem Leben zu betätigen? Nun, ein Grund liegt in Jesaja. Jesaja beschreibt dies deutlich in Kapitel 44. Oder Jesaja, wie es im Deutschen heißt. Jesaja, Kapitel 44. Und angefangen in Vers 10. Jesaja, Kapitel 44. Und angefangen in Vers 10. Und Jesaja beschreibt hier solche, die Götzenbilder anbeten. Aber natürlich ist diese Beschreibung sehr viel umfassender. Es geht nicht nur um die, die jetzt Götzendienst betreiben. Aber er schreibt hier, um dies als ein Beispiel zu verdeutlichen, wie, wenn man sich von Gott abwendet, man doch töricht handelt. Wer sind die, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts Nütze ist? Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden. Die meisten sind auch nur Menschen. Wenn sie auch alle zusammentreten, sollen sie dennoch erschrecken und zu Schanden werden. Der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Armes. Dabei wird er hungrig, sodass er nicht mehr kann, und trinkt auch kein Wasser, sodass er matt wird. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen. In einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz. Davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und bäckt Brot. Und daraus macht er auch einen Gott und betet es an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er mit Feuer. Auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich. Wärmt sich auch und spricht, ach, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es ein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nichts sehen und ihre Herzen nichts merken können. Schauen Sie, sie sind verblendet, sie haben ihre Augen verblendet. Sie verstehen nicht, weil sie nicht verstehen wollen. Was für eine törichte Handlung dies ist. Und denken Sie nicht nur, meine Damen und Herren, meine Freunde, dass dies alles sich so auf die Zeit bezieht, als Jesaja das schrieb. Wie sieht es heute aus mit Menschen, die sich vor heiligen Statuen niederwerfen und die anbeten? Oder die sich vor anderen
hölzernen oder eisernen oder metallenen Statuen niederwerfen und um Hilfe bitten, dass sie vielleicht beim Autofahren geschützt werden und so weiter und so fort. Jesaja sagt, er kommt nicht zur Einsicht. Keine Vernunft, kein Verstand ist da, dass er dächte. Ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen und sollte knien vor einem Klotz. Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, sodass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen kann, ist das nicht Trug, woran meine Rechte sich hält? Aber schauen Sie, der Trug ist vorhanden, weil der Mensch seine Augen verblendet hat. Nun, wie kam es dazu? Wie kommt es dazu, dass man einen solchen Unsinn betreibt und nicht erkennt, wie widersinnig, wie unlogisch das Ganze ist? Nun, in Johannes Kapitel 8 gibt uns Jesus Christus die Antwort. Johannes Kapitel 8, angefangen in Vers 43. Nun, die meisten Menschen heute, die in diese Kategorie der Törichten fallen, die nicht nach Gott fragen, die lachen über diese Aussage. Die wollen davon nichts wahrhaben, die denken ja nicht, dass diese Aussage auf sie in irgendeiner Weise zutreffen könnte. In Johannes Kapitel 8 sagt uns Christus jedoch, für die, die Ohren haben zu hören, Augen zu sehen, angefangen Vers 43, und er spricht zu den Juden der damaligen Zeit, aber er spricht heute auch zu uns allen. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Warum versteht ihr nicht, was ich euch sage? Warum versteht ihr nicht, was Gott der Vater durch mich zu euch spricht? Ihr gebt die Antwort, weil ihr mein Wort nicht hören könnt, nicht verstehen könnt. Warum können sie Gottes Wort nicht verstehen? Ihr, Vers 44, habt den Teufel zum Vater. Den Teufel? Satan? Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine mythologische Erscheinung, nicht wahr? Nun, Christus hat sehr wohl an den Teufel geglaubt. Christus hat ja letztendlich den Teufel besiegen müssen, nach seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Der wusste genau, dass es den Teufel gab. Er sagte den Jüngern nachher, ich sah den Teufel herabfahren vom Himmel wie einen Blitz. Und er sagt jetzt zu den Menschen seiner Zeit, ihr habt den Teufel zum Vater. Mit anderen Worten, ihr habt die Gesinnung des Teufels angenommen, ohne dies zu wissen. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Nicht unbedingt haben sie verstanden, dass der Teufel ihr Vater war in diesem geistlichen Sinne, aber sie wollten so leben, wie der Teufel sie dazu animierte und inspirierte, ohne dies vielleicht zu verstehen. Ist dies heute so anders, wenn man daran denkt, dass Menschen zum Beispiel den Frieden dadurch erbringen wollen, dass sie Kriege führen? Das ist keine göttliche Anweisung. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun, der ist ein Mörder von Anfang an. Ein Mörder. Ein Menschenmörder, jemand, der andere Menschen töten will und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Mit Satan, dem Teufel, kam die Lüge in die Welt. Und so sagt Christus hier, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Weil sie eben ja die Wahrheit nicht erkennen konnten, weil sie ja der Lüge geglaubt haben, weil ihr ganzer Lebensweg ein Weg der Lüge war. Mit anderen Worten, muss uns Gott die Wahrheit offenbaren. Wenn wir meinen, dass wir die Wahrheit von uns aus wüssten, dann täuschen wir uns. Und auch hier lesen wir eine interessante Stelle in 2. Petrus Kapitel 3. Der Apostel Petrus hat auch dies wiederum bestätigt, was Christus gesagt hat, was Paulus gesagt hat, was David bereits gesagt hat. In 2. Petrus Kapitel 3, angefangen in Vers 3. Und hier warnt Petrus die damalige Kirche, er warnt uns heute. Er sagt, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Schauen Sie, sie wollen die Gelüste des Teufels tun, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Kommt Christus jemals zurück?
Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Vers 5. Denn sie wollen nichts davon wissen. Oder wie die Gute Nachricht übersetzt, sie wollen nicht wahrhaben. Sie wollen nicht wahrhaben, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sündflut vernichtet. Nun, die meisten Menschen heute glauben auch daran nicht. Interessanterweise ist, dass Petrus daran glaubte. Dass Christus daran glaubte. Christus sprach davon, dass Noah eine Arche baute und in die Arche ging. Aber die meisten Menschen wissen das heute besser. Die verstehen das ja viel besser. Nein, Gott sagt, sie wollen nichts davon wissen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass diese Dinge geschehen sind und dass sie noch geschehen werden und dass wir uns dem unterordnen müssen, was Gott uns sagt. So, wer kann dann verstehen? Wer kann dann überhaupt Verständnis von Gott erlangen? Es ist offensichtlich, dass da eine Umwandlung in unserem Geist, in unserem Verstand, in unserer Gesinnung geschehen muss. Nun kehren wir zu Psalm 119 zurück, denn David hatte ja zunächst einmal davon gesprochen, dass die Menschen, die in ihrem törichten Herzen sagen, es gibt keinen Gott, auch kein Verständnis haben können. Und hier beschreibt er in Psalm 119, warum er anders war, warum andere Menschen anders sein können, wieso das möglich ist. Psalm 119 und Vers 12. Psalm 119 und Vers 12. Er sagt, gelobt seist du, Herr. Also er hat nicht gemeint, es gebe keinen Gott, nein, er wendet sich an Gott, gelobt seist du, Herr. Lehre mich deine Gebote. Also er wusste, wie er es anfangen musste, Verständnis zu erlangen. Nicht aus sich heraus, nicht anderen nachzufolgen, die von sich vorgeben, die Weisheit zu kennen, aber dann zum Beispiel behaupten, Gott habe das Gesetz durch Jesus Christus abgeschafft. Nein, David sagt, du Gott, lehre mich deine Gebote. Auch in Vers 37 im gleichen Kapitel, Psalm 119, Vers 37. Er sagt, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre. Wie das heute die meisten Menschen tun. Die wenden sich an unnütze Lehre, an falsche Lehre. David bittet Gott, dies nicht zuzulassen, dass das in seinem Leben geschehen würde. Aber damit nicht genug. Er fährt fort zu sagen, erquicke mich auf deinem Wege. Also zeige mir deinen Weg. Lehre mich das richtige Verständnis. Nun, in Sprüche Kapitel 20 wird Folgendes ergänzend gesagt. Sprüche Kapitel 20 und Vers 24. Wenn man sich Gottes Wegen unterordnen will, dann versteht man auch, was hier gesagt wird. Es heißt, jedermanns Schritte bestimmt der Herr. Vielfach kommt es in unserem Leben vor, dass gewisse Dinge geschehen, die man so nicht verstehen kann zunächst einmal. Aber nachher wird dann klar, warum das so geschehen ist. Jedermanns Schritte bestimmt der Herr, doch welcher Mensch versteht seinen Weg? Der Mensch, der nach Gott fragt. Der Mensch, der sich seinen Geboten unterordnen will. Der von Gott Weisheit und Erkenntnis erlangen will. Der kann Gottes Weg verstehen, aber nur der kann es. Der Törichte, der in seinem Herzen sagt, es gibt keinen Gott, Gott fragt nicht nach dem, was ich tue, kann Gottes Weg nicht verstehen. Und deshalb haben wir heute das viele Leid in dieser Welt. Einer Welt, die abgeschnitten ist von dem Verständnis Gottes. Nun, lesen wir in Kapitel 24 im Buch von Lukas, was Jesus Christus getan hat, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Denn schauen Sie, auch die Jünger damals, die Apostel damals, die waren auch nicht anders als wir heute. Die haben auch vieles noch nicht verstanden. Und Christus musste es ihnen erklären. Lukas Kapitel 24 und Vers 45. Es heißt, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden.
Wenn Christus ihnen das Verständnis nicht geöffnet hätte, hätten sie die Schrift nicht verstehen können. Und der Zusammenhang wird deutlich in Vers 44, worum es hier ging. Da heißt es nämlich, er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, mit anderen Worten vor seiner Kreuzigung. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das hatte denen damals zwar gesagt, aber damals hatten die das nicht verstanden. Die hatten damals nicht verstanden, dass Christus gekommen war, um für uns zu sterben. Die hatten keinerlei Ahnung, dass Christus sterben würde. Die hatten keinerlei Ahnung davon, dass er damals auferweckt werden würde. Sie hatten das Verständnis nicht. Und deswegen heißt es hier, und dann öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Bevor das Verständnis kam, verstanden sie die Bibel nicht. Und das ist heute für alle Menschen der Fall. Keiner kann von sich aus Gottes Wort verstehen, es sei denn, dass Gott ihnen das Verständnis eröffnet. Wie kann man ein solches Verständnis erhalten? Zunächst einmal müssen wir Gott in unserem Leben suchen. Wir müssen also die genaue gegenteilige Einstellung haben von dem Törichten, der in seinem Herzen sagt, es gibt keinen Gott oder Gott hat mir nichts vorzuschreiben. Nein, wir müssen Gott in unserem Leben suchen. Schauen wir uns dies in Sprüche Kapitel 28 an. Sprüche Kapitel 28 und in Vers 5. Hat nicht auch Christus gesagt, suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Schauen Sie, wenn keiner anklopft, wenn keiner Gott sucht, dann wird er Gott auch nicht finden. Dann wird er auch kein richtiges Verständnis haben. Aber hier sagt uns Salomo in den Sprüchen, in Kapitel 28 und Vers 5, und es wäre schön gewesen, wenn er auch das beherzigt hätte, was er hier selber schreibt, unter Inspiration. Böse Leute verstehen nichts vom Recht. Die aber nach dem Herrn fragen, verstehen alles. Nun, im geistlichen Sinne. Sie verstehen nicht unbedingt, wie man eine Konstruktion durchführt, wie man eine Brücke baut, wenn sie keine Architekten sind. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, sie verstehen alles, was Gott uns zur Erkenntnis gibt. In geistlicher Hinsicht. Auch nicht sofort. Zunächst einmal muss uns das Verständnis geöffnet werden und dann kann man allmählich mehr und mehr von Gottes Wahrheit verstehen. Aber wenn wir böse Leute sein wollen, wie Salomo hier schreibt, dann verstehen wir nichts vom Recht, von der Gerechtigkeit Gottes. Christus sagt, suche zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und dann wird uns alles andere hinzugefügt werden, was wir so im physischen Leben brauchen. Aber wenn man Gottes Recht und seine Gerechtigkeit sucht, dann kann man nicht gleichzeitig ein böser Mensch bleiben, wie es hier geschrieben steht. Was bedeutet es dann, Gott und seine Gerechtigkeit zu suchen? Nun kehren wir zu den Psalmen zurück. Psalm 111 und in Vers 10. Psalm 111 und Vers 10. Da heißt es, die Furcht des Herrn oder der Respekt vor dem Herrn oder die Ehrfurcht vor dem Herrn. Mit anderen Worten, den Willen, Gott in seinem Leben zu erkennen, anstelle ihn auszuschließen aus seinem Leben. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also zunächst einmal muss man den Willen haben, Gott in seinem Leben regieren zu lassen. Es ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun, die wonach tun. Nun, die seine Gebote halten, wie wir sehen werden, die Gerechtigkeit Gottes suchen. Denn es heißt in dem Buch der Psalmen, alle seine Gebote sind Gerechtigkeit. Also klug sind alle, ein richtiges Verständnis, ein göttliches Verständnis haben alle, die danach tun. Der zweite Punkt oder der dritte Punkt, auf den wir noch eingehen werden, der göttlichen Charakterentwicklung. Zunächst einmal hier geht es um die Tatsache, dass man zunächst einmal göttliches Verständnis haben muss. Wenn man das nicht haben kann oder haben will, dann kann man auch keinen göttlichen Charakter entwickeln. Im Psalm 119 lesen wir wiederum Vers 100. Psalm 119 und Vers 100. Da heißt es, ich bin klüger als die Alten. Nun, das mag sehr stolz klingen hier, aber so ist das nicht gemeint. Denn David
gibt seine Klugheit zum Ausdruck, weil er auf Gott blickt. Warum ist er klüger als die Alten, als diejenigen, die älter sind als er, als die Weisen dieser Welt? Er sagt, ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. An deine Befehle, an deine Gebote, an deine Vorschriften. Nicht an die Vorschriften der Menschen, wenn sie im Widerspruch stehen, wie sie das auch häufig tun, mit den Geboten Gottes. Nein, ich bin klüger als die Alten. Ich habe das Verständnis Gottes, weil ich Gottes Befehle in meinem Leben beobachte. Aber er wusste, dass er das von sich aus nicht können würde, dass er von sich aus noch nicht einmal erkennen könnte, was denn Gottes Befehle eigentlich sind, es sei denn, dass Gott ihm dieses Verständnis gibt. Und so bittet er darum, im gleichen Psalm, Psalm 119 und in Vers 34, da sagt er, unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Unterweise mich, dass ich dein Gesetz erkenne. Vers 33 sagt er, zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Er wusste, dass er von sich aus Gottes Gesetz nicht verstehen könnte. Er wusste, dass Gott ihm den Weg seiner Gebote zeigen müsste. Auch in Vers 73, im gleichen Psalm, da schreibt er, deine Hand hat mich gemacht und bereitet. Wie viele glauben das noch heute? Dass Gott uns erschaffen hat, dass Gott gegenwärtig war sozusagen, wenn wir geboren wurden, dass unsere Geburt ihm in keiner Weise fremd war. David war davon überzeugt, dass Gott gegenwärtig war, sogar im Zeitpunkt seiner Geburt. Er sagt, deine Hand hat mich gemacht und bereitet. Aber das war nur der erste Schritt sozusagen. Er fährt fort, unterweise mich, dass ich deine Gebote lerne. Also er ging nicht davon aus, dass er alles das schon verstand, dass er alles schon wusste. Nein, er wusste, dass Gott ihn unterweisen müsste, dass er beginnen könnte, Gottes Gebote zu lernen. Zu verstehen zunächst einmal, was Gott von einem erwartet. Nicht so stolz zu sein, dass er meinte, er wisse das alles von sich aus. Er brauche Gott in seinem Leben nicht. Verstehen wir, warum Gott sagt, David war ein Mann nach seinem Herzen? In Vers 125, nicht aufgrund der Sünden, die David begangen hatte, aber aufgrund seiner Einstellung Gott gegenüber. In Vers 125, in Psalm 119, lesen wir wiederum eine interessante Stelle. Er sagt, ich bin dein Knecht. Schauen Sie, ein Knecht ist jemand, der sich dem Meister unterwirft. Er betrachtete sich als der Knecht Gottes, willens, sich Gottes Geboten zu unterwerfen. Ich bin dein Knecht. Unterweise mich, dass ich verstehe deine Mahnungen. Also er wusste, dass Gott ihm zeigen musste, was seine Mahnungen, seine Vorschriften, seine Gesetze waren und er sie dann auch verstehen musste. Alles das musste von Gott kommen. Wir sprechen von göttlicher Charakterentwicklung. Schauen Sie, wenn wir von göttlicher Charakterentwicklung sprechen, bedeutet dies, dass Gott Einfluss haben muss, eine Rolle spielen muss bei dieser Entwicklung. Und zunächst einmal geht es darum, dass wir das Verständnis von Gott erlangen. Jesus Christus machte eine sehr interessante Aussage in Johannes Kapitel 7. Denn viele sagen heute, ja, wie soll man überhaupt wissen, was richtig ist, was falsch ist? Sie wenden sich nicht an Gott natürlich und von daher können sie das Verständnis auch nicht haben. Aber selbst wenn sie, sagen wir mal, die Bibel lesen oder wenn sie zum Beispiel jetzt diese Predigt sich anhören, dann kann immer noch die Frage aufkommen, ja, wie soll ich das wissen? Wie kann ich überhaupt wissen, ob das so richtig ist? Nun, Christus gibt uns hier einen interessanten Schlüssel zum Verständnis. Er sagt in Johannes Kapitel 7 und in Vers 17. Johannes Kapitel 7 und Vers 17. Wenn jemand dessen Willen tun will, er spricht von dem Willen Gottes. Wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er inne werden, wird er verstehen, weil Gott ihm dieses Verständnis geben wird, ob diese Lehre, ob das, was ich sage, von Gott ist
oder ob ich von mir selbst ausrede, mit anderen Worten, ob ich jetzt lediglich von menschlichen Ideen und Gedankengängen ausgehe. Er sagt, wenn jemand wirklich Gottes Willen tun will, wenn er wirklich sucht, wenn er wirklich anklopft, dann wird Gott einem auch zeigen in seinem Leben, dass das Gottes Wille ist. Dass das, was gesagt wird, von einem göttlichen Prediger kommt und nicht von jemandem, der seine eigenen Philosophien weitergibt. Die Philosophien von Plato, von Aristoteles, von frühen Kirchenvätern, die im Heidentum verhaftet waren. Wenn jemand Gottes Willen tun will, der wird erkennen, ob das, was gelehrt wird, von Gott stammt oder nicht. Im Hebräerbrief lesen wir eine weitere interessante Stelle im 11. Kapitel. Denn wie ich sagte, Gott wird einem dies offenbaren. Aber wir müssen auch etwas mitbringen auf diesem Weg. Und zwar den Glauben, dass in der Tat Gott einem diese Wahrheiten offenbaren wird. Wenn David sich an Gott gewandt hat und ihn gebeten hat, ihm die Wahrheit zu offenbaren, musste er auch den Glauben haben, dass das geschehen würde. Und der Glaube kann einem zum Verständnis helfen. Im Hebräer Kapitel 11 lesen wir in Vers 3, was Paulus uns hier sagt. Durch den Glauben erkennen wir, schauen Sie, durch den Glauben Gottes erkennen wir, verstehen wir, begreifen wir, was? Dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Die meisten Menschen heute verstehen das nicht. Die meisten Menschen heute, die sich der Evolutionstheorie angeschlossen haben, meinen, dass die Welt irgendwie aus dem Nichts heraus entstanden ist. Ich las gerade letztens ein Buch von einem Atheisten, der sich allerdings dann zum Glauben an Gott bekehrt hat, sozusagen, der jahrelang hinweg versucht hat, von der Wissenschaft heraus zu erklären, dass das Universum aus Nichts heraus entstanden ist, dass es keinen Schöpfer gibt. Und musste dann allerdings anerkennen, dass da etwas falsch war an seiner Diskussion. Aber hier sagt uns Paulus, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Die Welt hatte einen Anfang. Irgendetwas muss diese Welt geschaffen haben, ins Entstehen gebracht haben. So dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aber er spricht hier von nichts im physischen Sinne. Schauen Sie, Gott ist ein Geistwesen. Gott ist Geist. Und wer ihn anbetet, der muss, wie Christus sagt, ihm im Geist, in der Wahrheit anbeten. Und so hat Gott aus Geist dieses Physische erschaffen. Es wurde also aus nichts Physischem erschaffen. Es gab eine Zeit, da gab es noch nichts Physisches. Und dann gab es eine Zeit, wo es dann das Physische gab, das gesamte Universum. Im Anfang heißt es, er schuf Gott den Himmel und die Erde. Aber wir erkennen das durch den Glauben, dass Gott alles erschaffen haben muss. Dass sich nicht alles so entwickelt hat, wie wir heute uns so die Welt anschauen, dass wir nicht das Produkt einer Amöbe sind, wie Darwin das behauptet hat, dass so Gase aus dem Weltall kamen und hat dann so eine Ursuppe hergestellt und aus dieser Ursuppe entstand eine Zelle und aus dieser Zelle sind dann alle die Dinge entstanden, die wir heute so sehen. Was für ein Unfug, was für ein totaler Unsinn. Und gleichwohl ist das, was so heute die gebildete Lehre der Menschen, die an Gott nicht glauben wollen, produziert hat. Nein, durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und später sagt er auch in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum ist das so? Nun, er fährt fort zu sagen, denn wer zu Gott kommen will, schauen Sie, wer zu Gott kommen will, wie Christus sagte, wenn jemand wirklich Gottes Willen tun will, also wenn jemand zu Gott kommen will, der muss zunächst einmal glauben, dass er ist. Der muss zunächst einmal glauben, dass er existiert. Aber nicht nur das. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also wenn man zu Gott kommen will, dann muss man zunächst einmal glauben, dass er existiert. Aber dass er ein lebendiger Gott ist, der Anteil nimmt an unserem Leben. Und dass er uns auch dafür belohnt, wenn wir so leben, wie er es von uns erwartet. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben können wir noch nicht einmal den ersten Schritt tun, das Verständnis von Gott zu erlangen. Im ersten Buch Chronik,
lesen wir im Alten Testament Kapitel 22. Ersten Buch Chronik, Kapitel 22 und die Verse 12 und 13. Ersten Buch Chronik, Kapitel 22, angefangen in Vers 12. Hier ist das, was David dem Salomo auf den Weg mitgab. Da heißt es, auch wird der Herr dir geben Klugheit und Verstand und wird dich bestellen über Israel, dass du haltest das Gesetz des Herrn, deines Gottes. Aber damit hört es nicht auf. Wir hatten ja bereits gelesen, wenn wir glauben, dass Gott existiert, dann müssen wir auch glauben, dass er uns seinen Lohn gibt, wenn wir ihn suchen. Und genau das ist das, was David hier sagt zu Salomo. Nachdem er dir Klugheit und Verstand gegeben hat, zu halten das Gesetz des Herrn, deines Gottes, dann heißt es hier in Vers 13, dann aber wird es dir gelingen. Dann wird dir gelingen, was du tust, was du tun willst in deinem Leben. Dann wird es dir gelingen, wenn du die Rechte und Gebote befolgst, die der Herr, der Mose für Israel, geboten hat. Sei getrost und unverzagt. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Tragischerweise hat Salomo diese Warnung nicht so ernst genommen, wie er sie hätte ernst nehmen sollen. Er hat auch gemeint, wie dies die heutigen Menschen so denken. Er muss das alles selbst durch Experimente herausfinden, wie man zu leben hat. Aber seine Experimente haben ihm nur Unglück gebracht, wie er selbst im Buch Prediger beschreibt. Wenn er dem gefolgt wäre, was David ihm gesagt hätte, dann hätte sein Leben ganz anders aussehen können. Wenn wir Gott in unserem Leben ablehnen, wenn wir nichts von seinen Geboten, seinen Weisungen, seinem Verständnis in unserem Leben wissen wollen, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir in irgendeiner Weise göttliches Verständnis haben werden. Jesaja beschreibt das ganz deutlich im 8. Kapitel. Jesaja Kapitel 8 und Vers 20. Haben Sie schon einmal gefragt, meine Damen und Herren, warum es heute so viele verschiedene Strömungen sogar im Christentum gibt? So hunderte, wenn nicht tausende von Ideen und Vorstellungen, wie man heute zu leben hat oder nicht zu leben hat. Zunächst einmal liegt es daran, dass die meisten Menschen die Bibel ablehnen. Das mag eine sehr starke Behauptung sein, aber ich will sie wiederholen. Die meisten Menschen glauben heute nicht, dass man so leben muss, wie es uns die Bibel sagt. Ich bekomme laufend Zuschriften von Leuten, die meine Sendungen hören und sagen, ja, heute kann man doch nicht mehr so leben wie in den 50er Jahren. Nun, in den 50er Jahren hat man auch nicht so gelebt, wie die Bibel es vorausgesagt hat oder erfordert hat. In Jesaja Kapitel 8 und Vers 20 lesen wir Folgendes. Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Es geht um die Weisung Gottes. Es geht um die Offenbarung Gottes, der uns das Verständnis geben will, wie man zu leben hat. Und wir sollen uns dahin wenden, hin zur Weisung und zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. So wird ihr Weg nicht ein Weg des Segens sein. Für sich selbst und für andere. Es geht darum, sich dem zuzuwenden, was uns Gott sagt in seinem Wort, anstelle, dass man sich davon abwendet und meint, seine eigenen alternativen Lebensweisen und Ideen seien besser. Wie gibt uns Gott Verständnis? In Jesaja Kapitel 28 lesen wir die Verse 9 und 10. Jesaja Kapitel 28 und Vers 9. Wen, sagen sie, will der denn Erkenntnis lehren? Wem will er Offenbarung zu verstehen geben? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen. Wie kann man heute überhaupt Verständnis von Gott erlangen? Die Frage ist denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die von der Brust abgesetzt sind. Er gibt die Antwort hier in Vers 10. Hier ein wenig, da ein wenig. Schauen Sie, wenn Sie die Bibel verstehen wollen, wenn Sie irgendein Thema, das in der Bibel behandelt wird, verstehen wollen, müssen Sie alle Stellen, die zu diesem Thema eine Aussage haben, zusammensetzen. Hier ein wenig, da ein wenig. Die Menschen, die meinen, Christus sei gekommen, Gottes Gesetz abzuschaffen, das Alte Testament abzuschaffen, sich nur auf das Neue Testament konzentrieren, verstoßen bereits hier schon gegen die Vorschrift, die uns
die Erkenntnis Gottes geben würde, weil nämlich das Alte und das Neue Testament zusammenzunehmen sind. Ich habe ein auf Posten stehendes Programm gegeben vor einiger Zeit, wo klargestellt wurde, und dieses Programm heißt, Gottes Sohn lehnte die Tora nicht ab. Er lehnte das Gesetz des Alten Testamentes nicht ab. Und einige haben das mittlerweile auch begriffen, im katholischen und evangelischen Raum, aber die meisten meinen, er habe es abgelehnt. Mit dieser Vorstellung können sie nicht das Wort Gottes verstehen. Hier ein wenig, da ein wenig. Es ist wie ein Puzzle, das man zusammensetzen muss. Ein Mosaik muss zum anderen beigefügt werden, um die Wahrheit Gottes verstehen zu können. Das ist ein Prinzip, wie man Gottes Verständnis haben kann. Es geht also um Bibelstudium, aber um ein richtiges Bibelstudium. Dass man nicht seine eigenen Vorstellungen in die Bibel hineinliest, sondern dass man sich von der Bibel erklären lässt, wie man Verständnis haben sollte. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass diejenigen, die dazu von Gott berufen worden sind, uns das Verständnis nahebringen. Im Buch Nehemia. Nun, die meisten Menschen meinen heute auch, jene, die vielleicht ein wenig biblisches Verständnis haben, oder meinen, sie hätten es, dass sie niemanden bräuchten, der einem Verständnis mitteilen müsste. Im Buch Nehemia, in Kapitel 8, ich gehe hier von der Lutherbibel aus, deswegen habe ich so ein bisschen ein Problem, dieses Buch zu finden, weil die Lutherbibel, wie ich ja bereits sagte, in einer total anderen Anordnung hergestellt ist, wie es zum Beispiel im normalen hebräischen Urtext steht. Aber hier in Nehemia Kapitel 8, da lesen wir die Verse 7 bis 8. Nehemia Kapitel 8 und Vers 7. Und die Leviten, die waren damals davon berufen von Gott, dem Volk das Gesetz zu lehren. Und hier werden dann einige genannt. Die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Vers 8. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und dann in Vers 12. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen, und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Also die Leviten hatten denen das Wort Gottes verständlich gemacht und sie verstanden auch, dass das Wort Gottes war. Nun, die Leviten hatten das auch nicht von sich aus heraus gekonnt. Die waren von Gott dazu inspiriert worden. Wir lesen auch im 2. Timotheus im Neuen Testament, dass das gleiche Prinzip nach wie vor gilt. Und ich habe des Öfteren Ihnen gesagt, wenn ich Ihnen hier eine Predigt halte, dann lesen Sie sich die Stellen durch, die ich Ihnen zu Gehör bringe. Glauben Sie nicht mir, glauben Sie dem, was Gottes Wort sagt. Aber wenn Sie erkennen, dass das, was ich hier sage, im Einklang steht mit Gottes Wort, dann glauben Sie Gottes Wort. Und nicht denen, die sagen, sie bräuchten Gottes Wort heute nicht mehr in ihrem Leben zu akzeptieren. 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 7. Und hier muss sich Paulus auch an die damaligen Christen wenden und hier sogar auch an Timotheus und ihn dazu auffordern, zu überlegen, was Paulus hier ihm sagt. Er sagt, bedenke, was ich sage. Bedenke, was ich sage, lehne es nicht gleich einfach ab, bedenke, was ich sage, und dann sagt er Folgendes: Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Es geht also nicht darum, nur auf das zu hören, was in diesem Falle Paulus gesagt hatte. Er sagt, bedenke, was ich sage, aber dann wende dich an Gott, und Gott wird dir in diesen Dingen Verstand geben. Er wird dir das Verständnis öffnen. Und wenn wir das richtige Verständnis haben, und ich habe sehr viel Zeit darauf verbracht, um diesen Punkt mit Ihnen zu diskutieren, weil es darauf ankommt, zunächst einmal die richtige Grundlage zu haben. Zunächst einmal brauchen wir göttliches Verständnis. Wenn wir göttliches Verständnis schon nicht haben, dann kann überhaupt keine Charakterentwicklung erfolgen in unserem Leben. Aber wenn wir es haben, dann kommt es zum nächsten Schritt. Denn Verständnis zu haben alleine ist nicht genug. Jetzt müssen wir wählen. Wir müssen wählen, das Verständnis Gottes zu akzeptieren.
in unserem Leben zu akzeptieren, das Richtige anzunehmen, das Falsche dann abzulegen, was auch immer der Punkt ist, um den es geht. Wo immer Gott uns etwas sagt in seinem Wort und wir sehen, dass wir nicht so leben, wie er es von uns erwartet, müssen wir jetzt wählen. Wollen wir dem glauben, was Gott uns sagt, oder wollen wir weiterhin so leben, wie wir bislang gelebt haben? Im 5. Buch Mose lesen wir Kapitel 30. 5. Buch Mose, Kapitel 30. Denn Gott ist derselbe. Wie er sagt, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Deswegen ist es illusorisch und ich möchte fast sagen idiotisch zu meinen, dass man das ganze Alte Testament ablehnen kann. Gott ist derselbe. Er sagt in 5. Mose 30, angefangen in Vers 19, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Zwei Lebenswege, damit du das Leben erwählst. Es geht um eine freie Wahl. Keiner kann sie zwingen. Und danken Sie Gott dafür. Keiner kann sie zwingen, eine Wahl zu treffen. Sie haben die Wahl. Gott will, dass sie das Richtige wählen. Gott will, dass sie das Falsche ablehnen. Aber er zwingt sie nicht. Sie haben die freie Wahl, es zu tun. Aber er hat ihnen auch gesagt, wenn sie das Richtige ablehnen, wird das für sie negative Konsequenzen haben. Und so sagt er hier, damit du das Leben erwählst, das ewige Leben, und am Leben bleibst, auch physisch gesehen, du und deine Nachkommen. Vers 20, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob gegeben hat oder geschworen hat, ihnen zu geben. Also es geht um physische als auch geistige Segnungen. Gott will, dass wir das Richtige erwählen. Aber es geht um die Wahl im Buch Josua in Kapitel 24. Lesen wir angefangen in Vers 14, was Josua kurz vor seinem Ableben den Israeliten sagt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, diese Götzen, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstromes und in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, den Götzen, den heiligen Statuen, wenn man das mit heutiger Terminologie betrachten will, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes oder den Göttern der Amoriter, in deren Lande ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und er machte dies sehr klar, dass egal wie das Volk sich entscheiden würde, er und sein Haus dem Herrn anhangen würden. Sie haben gewählt, dem Herrn zu dienen. Vers 16, da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen, anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan, uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind, und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind, und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Das war der Vorsatz. Aber ohne Gottes Hilfe würde es nicht gehen. Und so sagt Josua auch in Vers 19, Josua sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Auf uns gestellt können wir es nicht. Wir können zwar zunächst einmal von Gott das Verständnis erlangen, was man tun soll, aber dann, wenn es wirklich darum geht, es zu tun, brauchen wir Gottes Hilfe. Und so sagt Josua, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Der Herr ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht vergeben wird, wenn, schauen Sie, der Satz fährt fort, die Tatsache, dass Luther hier einen Punkt macht, ist ein tragischer Irrtum. Er sagt hier, er wird euch eure Sünden und Übertretungen nicht vergeben, wenn ihr den Herrn verlasst. Er wird sie uns vergeben, wenn wir straucheln und dann um Vergebung bitten. Aber wenn wir den Herrn total verlassen und fremden Göttern dienen, so wird er sich abwenden
Weil wir haben uns ja abgewendet von Gott und so wird er sich auch abwenden von uns. Und er wird euch plagen und ausrotten, nachdem er euch Gutes getan hat. Und das Volk sprach zu Josua, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Also die haben die Wahl getroffen. Und da sprach Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen ja. Und dann sagt er nun, wenn ihr das wirklich tun wollt, dann tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Und so schloss Josua an diesem Tage einen Bund für das Volk und legte ihnen Gesetze und Rechte vor, in Sichem. Und Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war, und sprach zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge sein unter uns, denn er hat gehört alle Worte des Herrn, die er mit uns geredet hat, und soll ein Zeuge unter euch sein, dass ihr euren Gott nicht verleugnet. Auf die heutige Zeit angewandt, wenn wir uns wirklich Gott zuwenden, wenn wir wirklich unsere Sünden bereuen, wenn wir wirklich Gott dienen wollen, wenn wir einen Bund mit ihm schließen, im Zeitpunkt unserer Taufe, dann machen wir das gleiche Versprechen hier, was dieses Volk gemacht hat. Und Josua sagt dem Volk damals, und wir erkennen heute, dass dies ein Versprechen ist, dass wir das ganze Leben hindurch halten müssen. Wir können nicht beginnen und dann wieder abfallen von Gott. Und so ist es sehr wichtig, dass wir, wenn wir den Weg Gottes erwählen, uns auch darüber klar sein müssen, dass wir diesen Weg dann bis zu unserem Lebensende beschreiten müssen. Im Psalm 119 lesen wir Vers 30. Psalm 119 und Vers 30. Schauen Sie auch hier, David verstand, es geht um freie Wahl. Er wurde nicht gezwungen, dies zu tun, aber er erkannte, dass er diesen Weg wählen musste. Und so sagte er in Vers 30, ich habe erwählt den Weg der Wahrheit. Deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Im gleichen Kapitel, in Vers 173. Lass deine Hand mir beistehen, sagt David, denn ich habe erwählt deine Befehle. Jesaja Kapitel 56 sagt uns genau das Gleiche. Es geht um unsere Wahl. Eine freie Wahl. Gott hat uns so erschaffen, dass wir freie Menschen sind. Aber er will, dass wir uns ihm zukehren. Er will, dass wir ihn in unserem Leben erwählen. Aber er zwingt uns nicht dazu. In Jesaja Kapitel 56 lesen wir die Verse 4 und 5. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, also diesen Eunuchen, die es damals gab, die meine Sabbate halten. Es hört sich nicht so an, als ob das so abgeschafft sei. Die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten. Denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben. Und wenn sie einen ewigen Namen erhalten, bedeutet dies, dass sie ewig leben würden. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Aber es geht auch hier wiederum um eine Wahl. Sie müssen zunächst einmal die Wahl treffen, das Richtige zu akzeptieren. Kehren wir zu Jesaja Kapitel 7 zurück. Und lesen wir auch hier eine Stelle in den Versen 14 bis 16. Jesaja Kapitel 7 und die Verse 14 bis 16. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Das ist eine alttestamentliche Schriftstelle im Buch Jesaja. Und nun achten Sie darauf, was hier geschrieben steht. Das ist, was der Herr tun würde. Das ist lange vor der Geburt Jesu Christi geschrieben worden. Lange bevor es Maria gab, die Jungfrau Maria. Schauen Sie, was hier geschrieben steht. Der Herr wird euch ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger. Das gibt's nicht, normalerweise, dass eine Jungfrau schwanger sein würde. Das war damals schon prophezeit worden. Eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Der, und den wird sie nennen, Immanuel. Was heißt, Gott ist mit uns. Im Neuen Testament wird dieses Wort Immanuel auf Christus angewandt. Er war Gott mit uns.
Eine Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und sein Name wird heißen Immanuel. Aber nun achten wir auf Vers 15. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu erwählen oder vielmehr Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Auch Christus musste die Entscheidung treffen, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen. Nun, er hat niemals gesündigt, er hat immer die richtige Entscheidung getroffen, aber er musste von Gott dazu angehalten werden, inspiriert werden, es zu tun. So gilt es für uns heute auch. Und so heißt es hier, denn ehe der Knabe lernt, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, also er musste dieses auch lernen, wird das Land verödet sein. Und vor dessen zwei Königen dir graut. Eine Prophezeiung für die Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Können wir wirklich glauben, dass alles dies so zufällig zusammengekommen ist? Oder verstehen wir nicht, dass Gott dies alles inspiriert hat? Wie hätte es sonst überhaupt geschehen können, dass Jesaja das geschrieben hätte, dass nachher dies durch Jesus Christus erfüllt worden ist? Und so gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende von Prophezeiungen im Alten Testament, die sich auf Jesus Christus beziehen, sowohl auf sein erstes als auch sein zweites Kommen, seine Wiederkunft. Christus musste auch erwählen, den richtigen Weg zu gehen. Und er hat es in aller Konsequenz getan. In den meisten Fällen erwählt der Mensch heute allerdings unter der Einflussnahme Satans den falschen Weg. Auch das ist eine Wahl. In Jesaja Kapitel 65 wird dies deutlich beschrieben. Jesaja Kapitel 65. Es ist nicht eine Wahl, die Gott will, aber die er uns erlaubt, um erkennen zu können, hoffentlich, warum dies eine falsche Wahl war, wenn wir dann die Konsequenzen betrachten. In Jesaja Kapitel 65 lesen wir, angefangen in Vers 11. Aber ihr, die ihr den Herrn verlasst und meines heiligen Berges vergesst und dem Gad einen Tisch zurichtet und dem Meni vom Trankopfer voll einschenkt, also es geht hier wiederum um Götzendienst, es sind hier Götzen, die hier, oder Schicksalsgötter, wie es heißt, die hier verehrt werden, wohlan, euch will ich dem Schwert übergeben, dass ihr euch alle zur Schlachtung hinknien müsst. Denn ich rief, und ihr habt nicht geantwortet. Ich redete, ihr habt nicht gehört, sondern tatet, was mir nicht gefiel, und erwähltet, wonach ich kein Verlangen hatte. Und natürlich folgt die Strafe auf dem Fuße. Einige meinen, Gott straft heute nicht mehr. Was für ein Unsinn. Was für ein totaler Unsinn. In Jesaja Kapitel 66 lesen wir die Verse 3 und 4. Wer einen Stier schlachtet, gleicht dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, gleicht dem, der einen Hund das Genick bricht. Wer ein Speisopfer bringt, gleicht dem, der Schweineblut spendet. Wer Weihrauch anzündet, gleicht dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen. Und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln. So will auch ich Lust daran haben, dass ich ihnen wehe tue. Und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel. Und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte. Vers 15. Dies beschreibt eine Zeit, die uns noch bevorsteht. Denn siehe, der Herr wird kommen. Bereits im Alten Testament wird von der Wiederkunft Jesu Christi geschrieben. Und wie ich meine, werden viele von Ihnen dies noch miterleben. Siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zornes, Jesus Christus, dass er vergelte im Grimm seines Zornes, und mit Schelten in Feuerflammen. Diese Stelle wird im Neuen Testament zitiert und auf Jesus Christus bezogen. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch. Und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Warum? Weil die Menschen erwählt haben, Gott abzulehnen in ihrem Leben. Schauen Sie Vers 17. Die sich heiligen und reinigen für das Opfer in den Gärten, dem einen nach, der in der Mitte ist, und Schweinefleisch essen?
Diese Stelle bezieht sich auf die Wiederkunft Christi. Und Gott, der sich nicht ändert, hat gesagt, wer dann Schweinefleisch isst, gräuliches Getier und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr. Die meisten Menschen heute meinen, ja, das ist alles nicht mehr so notwendig, dass man sich an die Speisegesetze hält. In Gottes Augen ist das ein Gräuel, wenn man Schweinefleisch isst oder gräuliches Getier oder Mäuse. Oder Sie können dann auch noch andere Tiere da mit hinein tun in diese Kategorie. Aber Sie verstehen es besser als Gott. Sie meinen, das interessiert mich heute nicht mehr, ich kann heute so leben, wie ich will. Damit haben Sie bereits zu den ersten Punkt der Charakterentwicklung göttliches Verständnis verworfen. Der zweite Punkt war, das Richtige zu wählen. Aber jetzt kommt der dritte Punkt. Verständnis und Wahl alleine sind nicht genug. Sie müssen dann auch tun, was Sie verstehen. Sie müssen dann auch tun, was Sie erwählt haben. Im Buch Daniel lesen wir Kapitel 9. Daniel Kapitel 9 und Vers 13. Daniel Kapitel 9 und Vers 13. Das ist das Gebet des Daniel, der vor Gott die Sünden seines Volkes und seine eigenen Sünden bekennt. Und er sagt hier, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen. Aber wir beteten auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Schauen Sie, sie beteten nicht um Verständnis, sie beteten nicht darum, umzukehren, eine andere Gesinnung in ihrem Leben zu erhalten und dann das zu tun, was Gott von ihnen erwartete. Und so kam dann, wie Daniel sagt, das große Unglück über sie. Ich möchte hier kurz diese Stelle in der Mengebibel vorlesen, in Daniel Kapitel 9 und Vers 13. Daniel Kapitel 9 und Vers 13, und zwar, wie ist die Mengebibel übersetzt? Da heißt es, ja, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, so ist all dieses Unheil über uns hereingebrochen. Dennoch haben wir den Herrn, unseren Gott, nicht dadurch versöhnt, dass wir von unseren Sünden umgekehrt wären und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Also sie hatten nach wie vor die Einstellung, man kann ruhig so leben, wie man will. Im Buch Richter schauen wir uns Kapitel 10 an. Richter Kapitel 10. Und angefangen in Vers 6. Richter Kapitel 10. Und angefangen in Vers 6. Wir hatten ja das letzte Mal über Gideon, einen Richter, gehört und davor über Simson. Aber hier wird noch über eine weitere Situation gesprochen. Das heißt hier, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und sie dienten den Baalen und den Astarten und den Göttern von Aram und den Göttern von Sidon und den Göttern Moabs und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Und da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, dass er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter und sie zertraten und zerschlugen Israel zu jener Zeit 18 Jahre lang, nämlich ganz Israel jenseits des Jordans im Lande der Amoriter, das in Gilead liegt, und da zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften gegen Juda, Benjamin und das Haus Ephraim, sodass Israel sehr geängstigt wurde. Und da schrien die Israeliten zu dem Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt. Also die hatten zumindest jetzt erkannt, warum das Unglück über sie hereingekommen war. Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient, dem Sonnengott, dem Baal, der Astarte, der Mondgöttin, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber der Herr sprach zu den Israeliten, haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter, Moabiter oder Moaniter, aber ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr erretten. Es kommt die Zeit, machen wir uns nichts vor, wenn Gott uns sagt, genug ist genug. Er schreibt in Vers 14, geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Lasst diese euch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Aber die Israeliten sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt.
Mache du es mit uns, wie dir es gefällt, nur errette uns heute. Und sie haben weiter angeklopft sozusagen und Gott hat sich dann erbarmen lassen. Aber gleichwohl war noch etwas weiteres Voraussetzung. Es geht nicht nur darum zu erkennen, nicht nur darum zu erwählen, es geht auch darum zu tun. Und so heißt es in Vers 16, und sie taten von sich die fremden Götter und sie dienten dem Herrn. Sie zeigten Gott, es war ihnen ernst. Und da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde und dann hat er sie wiederum errettet. Schauen Sie, wir müssen das Richtige tun in unserem Leben, wenn wir erkannt haben, was das Richtige ist. In Apostelgeschichte Kapitel 26, denn wie ich sagte, Gott ändert sich nicht. Er sagt uns heute genau das Gleiche, was er damals den Israeliten im Alten Testament gesagt hat. Apostelgeschichte 26, angefangen in Vers 17. Apostelgeschichte 26, angefangen in Vers 17. Hier berichtet Paulus, was Christus ihm sagte, als er ihm auf der Straße nach Damaskus erschienen ist. Da sagte er ihm, ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, und ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Und sie werden Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich, sagt Christus. Man muss sich bekehren von der Gewalt des Satans. Schauen Sie, Christus hatte vorher gesagt zu den Juden seiner Zeit, ihr wollt die Gelüste eures Vaters tun. Man muss sich davon bekehren, man muss sich davon abwenden. Bekehren heißt ja nichts weiter als umkehren, einen anderen Weg gehen, eine andere Gesinnung erhalten. Aber dann muss man natürlich auch das Richtige tun. Aber allein kann man das nicht. Schauen Sie, Gott muss uns dabei helfen. Er muss uns das Verständnis geben, er muss uns dazu inspirieren, die Wahl zu treffen und er muss uns dann auch helfen, das Richtige zu tun. Und so heißt es hier im Römerbrief in Kapitel 2, dass alles dies von Gott kommen muss, aber man muss es annehmen, man muss es akzeptieren, man darf es nicht verleugnen oder ablehnen. In Römer Kapitel 2 und Vers 4, da sagt Paulus, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Gottes Güte, seiner Geduld, seiner Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße oder besser übersetzt zur Reue, zur Gesinnesänderung leitet? Gottes Güte leitet uns zur Gesinnesänderung, zur Bekehrung, zur Reue, zur Abkehr von dem Falschen. Aber er leitet uns nur. Wir müssen diese Leitung annehmen, anerkennen und dann in unserem Leben auch durchführen. In 2. Timotheus lesen wir Kapitel 2. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 24 bis 26. 2. Timotheus, Kapitel 2, angefangen in Vers 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob, schauen Sie, ihnen Gott vielleicht Buße oder besser Reue gebe, die Wahrheit zu erkennen. Und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Paulus macht deutlich, die Menschheit heute im Großen und Ganzen ist von dem Teufel gefangen genommen, den Willen des Teufels zu tun, ohne dass die Menschen das verstehen. Und es ist Gott, der uns Reue geben muss, um die Wahrheit erkennen zu können. Aber schauen Sie, die Reue, die Gesinnesänderung, die wir haben müssen in unserem Leben, die muss von Gott kommen, aber wir müssen sie akzeptieren, wir müssen sie erwählen. Und dann müssen wir dann auch das tun, was uns Gott deutlich macht. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Hebräer Kapitel 10, angefangen in Vers 36, Hebräer Kapitel 10 und Vers 36, mein Gerechter, sagt Gott, wird aus Glauben leben. Wir hatten ja bereits gesehen, es ist unmöglich, ohne Glauben Gott gefallen zu können. Aus Glauben verstehen wir, dass die Welt gemacht wurde. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, dann hat meine Seele keinen Gefallen an ihm.
Wir, sagt Paulus, aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, verurteilt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele, unser Leben, erretten. Auch hier wiederum geht es um Glauben, aber es geht auch darum, dass man aus dem Glauben heraus leben muss. Theoretischer Glaube allein hilft uns nichts. Wir müssen das Erwählte dann auch in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Im 1. Johannesbrief lesen wir Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt hat, mit anderen Worten die Veranstaltungen dieser Welt, die politischen Systeme dieser Welt, den Gräuel dieser Welt, die Kriege dieser Welt. Wer jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augen Lust, hoffärtiges, stolzes Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Die bleibt nicht ewig bestehen. Christus kommt, um den Unfug dieser Welt durch das Reich Gottes zu ersetzen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes, schauen Sie, nicht nur kennt, nicht nur erwählt, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Wahl steht bei uns. Aber wir müssen das tun, was Gott von uns erwartet. Im Buch Jakobus, ich möchte hier noch ein paar Minuten verwenden, und lesen wir noch einmal schnell eine Stelle im Buch Jakobus. Eine sehr interessante Stelle in Vers 1. Da heißt es in Vers 21, Jakobus Kapitel 1 und Vers 21. Darum legt ab alle Unsauberkeit, alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, sondern oder sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht auch ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stunde an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz, Jakobus, der Halbbruder Jesu Christi, spricht vom Gesetz Gottes als etwas, was nach wie vor besteht, Bestand hat. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, es macht uns nämlich frei von Sünde. Es macht uns nämlich frei von der Knechtschaft des Satans, der Gewalt hat über uns. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht nur ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Die Bibel ist sehr klar, wie man Charakterentwicklung haben kann in seinem Leben. In Philipper Kapitel 2, Philipper Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Philipper Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Also, meine Lieben, sagt Paulus, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet, dass ihr gerettet werdet, dass ihr ewiges Leben erlangt. Mit Furcht und Zittern, mit Furcht und Zittern, sich Gott ungehorsam zu erweisen. Dann schauen Sie in Vers 13, was er sagt. Denn Gott ist es. Gott ist es, nicht Sie, nicht ich. Gott ist es, der in euch wirkt, beides. Das Wollen und das Vollbringen. Nach seinem Wohlgefallen. Göttliche Charakterentwicklung bedeutet, dass man das Richtige erkennt, dass man das Richtige erwählt und dass man das Richtige tut. Aber es muss Gott in unserem Leben eine Rolle spielen. Ohne Gott können Sie nie das Richtige erkennen. Ohne Gott können Sie nie das Richtige erwählen. Sie müssen nämlich ein Herz dazu haben, das auch das Richtige will. Und ohne Gott könnten Sie nie das Richtige tun. Es ist Gott in uns, der das alles bewirkt. Aber wir müssen Gott in unserem Leben wirken lassen. Darauf kommt es an. Und wenn wir
diese Prinzipien befolgen, werden wir Gott mehr und mehr ähnlicher werden. Werden wir den göttlichen Charakter, den er hat, in unserem Leben hervorbringen. Niemals in perfekter Weise, aber Gott will sehen, dass wir den Weg einschlagen, dass wir uns nicht abirren lassen, dass wir weiterhin den Weg gehen, wie es heißt, wenn wir beharren bis ans Ende, dann werden wir gerettet werden. Zum Abschluss Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Hebräer Kapitel 13 und die Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, wenn wir uns Gott unterwerfen, dann wird er uns Frieden geben. Nicht den Frieden, wie Christus sagt, den die Welt gibt, sondern seinen Frieden werden wir haben in unserem Leben. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig. Der befähige euch, in allem Guten zu tun seinen Willen. Und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So sei es. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.